Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Fortnite. Und es gibt eine neue Ikone. Und zwar Cypher PK. Das ist ein Content Creator. Und der eine oder andere wird ihn wahrscheinlich kennen. Der auch hauptsächlich Fortnite streamt und Videos macht. Jedenfalls, mit seiner Aufnahme in die Ikonenreihe gibt es wieder neue Herausforderungen. Wir können hier dreimal 27.000 Erfahrungen sammeln, was schon mal fast ein Level ist und was gar nicht falsch ist. Natürlich gibt es auch noch einen Ladescreen, der ganz cool ist, und noch so ein Spray, also kein Spray, sondern so ein Emote, so eine Geste von seiner Maske. Das Ganze können wir abschließen und dann bekommen wir den ganzen Spaß. So, das Ganze müssen wir halt im Cypher Pit machen. Den Cypher Pit finden wir, wenn wir den Inselcode eingeben. Der Inselcode steht jetzt hier zum Beispiel über der Herausforderung: Eliminiere Gegner in Cypher Pit, und darüber steht halt diese 25, 45, bla bla bla. Das ist der Inselcode. Den Inselcode, Freunde, zack, geben wir einfach noch hier oben ein. Da sehen wir eine. Lassen wir kurz laden. Und da haben wir den Cypher Pit. Dann müssen wir bloß das Spiel starten und die Herausforderungen abschließen. Das ist auch schon alles. Dann bekommen wir diese tollen Sachen hier. So, des Weiteren wird es natürlich einen Skin geben. Eine Spitzhacke und noch ein, ich nenne es mal Tanz, von Cypher PK. Der wird irgendwann für eine bestimmte Zeit halt in den Shop kommen, dass wir ihn uns kaufen können. Und es wird auch noch eine Waffenlackierung geben. Die Waffenlackierung ist quasi auch gratis. Dafür müssen wir noch was tun. Und zwar müssen wir bei Cypher PK in den Stream gehen. Und auf Twitch gibt es ja immer diese Drops zu besonderen Events oder Anlässen. Und wenn wir eine Stunde lang seinen Stream gucken, bekommen wir diese Waffenlackierung als Drop und können die dann halt in Fortnite verwenden. Und ich muss euch sagen, ich finde sie ziemlich geil. Ich werde es mir wahrscheinlich holen, weil die optisch echt cool ist. Die ist auch reaktiv, also bewegt sich auf der Waffe um drum und dran. Mega cool das Teil. Und wer da Bock drauf hat, guckt halt einfach eine Stunde seinen Stream. Und das ist auch schon alles. In diesem Sinne, Freunde, das war's zu Cypher PK und seinen Items und der Ikonenreihe von ihm und allem drum und dran. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.